Staunen, genießen und erleben. Stellen Sie sich vor, eine fantasievolle Inszenierung aus atemberaubender Artistik, gepaart mit blühendem Humor, entfesselt den Zauber des Lächelns. Fantasie, eine traumhafte Vorstellung. Bilder aus unserem tiefsten Inneren. In Schubecks Theatro werden Sie greifbare Realität. Funkelnde Lichter locken in das Reich der Fantasie. Es wird rasant, mitreißend, bizarr, charmant. Alles, was eine Notte Magica, eine magische Nacht verheißt. Träumen Sie mit offenen Augen von Farben, Schimmern und Funkeln. Das neue Showprogramm Fantasia lässt Realität und Fantasie verschwimmen. Von Oktober 2017 bis April 2018 im Theatro Spiegelzelt. Und Alfons Schubeck hat dieses Programm jetzt an einem ungewöhnlichen Ort der Öffentlichkeit präsentiert. Sebastian Kramer war für uns dabei. Willkommen auf dem Air Dolomiti-Flug von München nach Verona. Genießen Sie Ihre Reisezeit auf einem besonderen magischen Flug. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und aus diesem Grund dachte sich Schubecks Theatro etwas Besonderes aus. Eine Show kannst du überall gut bringen. Die kannst du über den Wolken bringen, wenn du es kannst. Wenn du es nicht kannst, kannst du es nirgends machen. Ich finde es eine witzige Idee, dass wir jetzt, wenn wir da nach Verona fliegen, dass wir ein paar Künstler dabei haben und die ein bisschen was machen. Schubecks Theatro über den Wolken. Mit einem Flug voller Fantasien wurden die Fluggäste überrascht. Zugegeben, auf sehr engem Raum performte das Duo Helena Schneider und Sven Wiedmann in rund 5000 Metern über dem Boden. Das war die Idee von dieser Fluggesellschaft, diesen Flug hier nach Verona zu veranstalten. Und weil wir ja alle ein bisschen italienaffin sind und unser Programm in diesem Jahr ja eine kleine italienische Geschichte hat, die in einem kleinen italienischen Hotel, das Hotel Fantasia heißt, stattfindet. Deswegen sind wir jetzt nach Italien geflogen. Das neue Showprogramm in Schubecks Theatro Fantasia lässt Realität und Fantasie verschwimmen. Eine Reise an die Grenzen der eigenen Vorstellungskraft lässt in eine schillernde venezianische Traumwelt eintauchen. Der Magier Uli Loop nutzte die Zeit im Flieger und offenbarte den gebannten Fluggästen auf ihrem Weg in den Urlaub einen Teil seiner magischen Welt. Ich habe Flugangst und Sie können sich gar nicht vorstellen, in dem Beruf mit Flugangst eine einzige Katastrophe. Aber ich habe es geschafft. Ich durfte meine ganze Pyrotechnik gar nicht mitbringen, stellen Sie sich mal vor. Ja? Ich hätte so gerne mal einen Knall da erzeugt, das geht natürlich da oben alles nicht. Und insofern ist es immer so ein bisschen schwierig. Wenn ich auf dem Boden bin, in meiner Atmosphäre, in Schubecks Theatro, ist es viel, viel einfacher, da habe ich meine Technik. Die deutsch-italienische Freundschaft soll in der neuen Show Fantasia des Italien-Fans Alfons Schubeck Einzug halten. Und so ging es am Reiseziel Verona in eine stilechte Pizzeria. Die Show, wie immer, fest im Blick. Wir haben eine kleine Geschichte, die in einem italienischen Boutique-Hotel handelt, mit Schauspielern und Sängern und Tänzern, wie eigentlich jedes Jahr, nur eben dieses Jahr. Handelt es in einem kleinen Hotel und dazu haben wir ein fantastisches artistisches Programm. Zurück im Flieger sorgte die Theatro-Kabinencrew noch einmal für magische Momente, sodass die Reisezeit wie im Fluge verging. Eine Reise an die Grenzen der eigenen Vorstellungskraft lässt in eine schillernde venezianische Traumwelt eintauchen, den Zauber des Augenblicks und die Schönheit eines jeden Moments genießen im einzigartigen Ambiente des Schubecks Theatro.